Deine Mutter hockt im Mülleimer und singt It's my life. Heyo Minecraft, Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Spackentime. Spackentime. Mit Freaks LP. Halli, Hallöchen. So, wir haben ja schon in der letzten Folge am Ende so ein wenig verraten, was eventuell die Challenge oder logischerweise die Challenge für heute ist. Nämlich, heute ist die Challenge. Ich muss den Freaks LP zum Lachen bringen. Richtig oder nicht richtig? Richtig, that's right. Genau. Und ich habe mir dazu ein paar Witze rausgesucht von euch, von meinen Abonnenten. In den Kommentaren habt ihr auch einige reingeschrieben. Und vorneweg möchte ich sagen, bitte versteht sie nicht falsch, alles nur Spaß und so. Ich meine das natürlich nicht ernst, wenn da einer über Polen geht oder so. Den habe ich mir nicht einfach lassen. Der wurde mir in die Kommentare geschrieben und die haue ich einfach alle raus. Und ist ja alles nicht ernst gemeint, ist ja alles hier Spackentime. Wie man im Titel auch lesen kann, yeah. Yeah, scheiße. Yeah. Mann, nein. Was? Fuck, ich hab dieses Ding von meinem Kopfhörer, dieses Teil fürs Ohr, das habe ich gerade weggeflopst. Spacken-Style immer geil. Ja, super, gut, wir können gerne anfangen. Okay, aber, lacht er jetzt schon, Leute, das ist ja ein leichtes Ding. Pat, gib dir Mühe, okay, dass du wirklich versuchst, mal hart zu bleiben. Leute, ich sag euch, der bleibt nicht hart. Ich sag euch, du wirst verlieren. Ich gebe dir keine halbe Minute, okay? Ich habe hier die Witze des Jahres rausgesucht. Des Jahres, okay? Ja. Gut, dann fange ich, glaube ich, mal an. Ton läuft noch, ja. Sehr schön. Bereit? Ja. Und nicht lachen. Man hört das schon wieder in deiner Stimme raus. Nicht lachen. Und ach noch eine Kleinigkeit. Wir haben im Hintergrund ein Gameplay hinterlegt, genau, damit wir einfach hier miteinander besser sprechen können und das Ganze ein bisschen besser machen können. Also wie gesagt, im Hintergrund ein schönes Gameplay. So, fange ich mal an mit Witz Nummer 1. Okay, bereit? Ja. Wie allein du schon wieder so ernst bist. Ja. Man hätte auch zu lachen im Hintergrund. Bist du nicht lachen. Du lachst ja schon. Ist aber leise. Du bringst dich zum Lachen. Ja. Magal, wir führen gleich eine Strafe ein für denjenigen, der als erstes lacht. Oder was heißt als erstes lacht, Mann? Es geht darum, dass du überhaupt gar nicht lachen darfst. So, okay. Was macht eine Blondine, wenn der Computer brennt? Sie drückt löschen. Badum. Giga-Faceball einfach. Oh, das lasse ich doch nicht gelten als Lachen. So, ich mach mal weiter. Das war aber schon hart davor. Ein Junge ertrinkt. Er wird gerettet. Der Mann sagt, wieso? Wieso bist du nicht geschwommen? Der Junge antwortet, da steht Schwimmen verboten. Okay, gut, der war auch nicht so hart. Gut, ja. Nee, der war noch nicht so Porno. Wie nennt man... Hör auf, mich zum Lachen zu bringen. Wie nennt man einen fetten Vegetarier? Eine Biotonne. Oh Mann. Ja, schon. Was machen 30 Schiffe? Was machen 30 Schiffe? Mann, lass mich den Witz erzählen. Ich möchte ihn endlich durchknüppeln. Was machen 30 Schwänze in einem Bus? Eine Spritztour. Oh, er hat gelacht. Eine Spritztour. Oh, ja, Mann. Oh, Mann, ich hab noch tausende von Witzen, Alter. Und du lachst jetzt schon, was ist los? Ja, komm, das war das erste Mal. Das ist nicht so schön. Einmal passiert. So, ich hau einfach noch mal ein paar raus. Oh, Mann, ey, die Witze, ey. Aber das waren eben beide schon welche, wo ich selber gut drüber lachen konnte. Ja, ich weiß. Und jetzt beim nächsten, auch die Rechtschreibung, darüber könntest du schon lachen. Okay, pass auf. Ich hätte einen Witz. Was fängt an mit T und hört auf mit N? Was denkst du, was es ist? Titten, denkst du? Nee, eben nicht. Es ist Tiefkühlfritten. Hehehe.
Der war auch mittelmäßig. Das ist wieder so ein Giga-Facepalm-Witz, ey. Ja. Oh ja, mach ich mal weiter. Aber ich hab schon gewonnen, Leute. Ich hab gewonnen für die Folge. Ja, Ole. Hallo, ich hab letztes Mal auch gewonnen. Also. Ja, und? Wir müssen uns echt dafür nochmal was überlegen, was man da machen könnte. Weil dir läuft die Zähne. So, warum hat eine Blondine eine leere Flasche im Kühlschrank? Es kann ja jemand kommen, der nix trinken möchte. Boah. Okay, okay. Mach ich mal weiter. Blondinenwitze, Mutterwitze kommen wohl nicht mehr an. Ein Mädchen beim Arzt. Fragt das Mädchen. Sind Sie Amerikaner? Sagt der Arzt. Nein! Das Abhören gehört zur Untersuchung. Ja, ja gut, der war schon wieder viel zu förmlich, der Witz. Ich merk schon. Richtige Spacken bringt man nur mit richtigen Witzen rum. Warum findet man in Afrika kein Müller Milchreis? Weil es nur für einen Kleinhunger ist. Okay, den kennen wahrscheinlich hier schon. Gut, was macht ein Leprakranke? Oh nein, die Leprakranke mit Sache. Leute, ey, warum? Was macht ein Leprakranker in der Disco? Er lässt die Fetzen fliegen. Den kannte ich zwar schon. Ja, egal. Das ist echt, oh Gott. Ey. Was ist klein? Ich möchte die einfach alle noch durchbringen hier heute. Ja, komm, mach was einfach. Was ist klein? Oh Mann, ey. Was ist, der ist so dumm, der Witz eigentlich. Was ist klein, braun und sitzt im Knast? Eine Knastanie. Ja, du, der war jetzt Knastanie. Richtig, der war richtig der Burner, ey. Ja, Mann. Okay, ja, ich hab mir den vorhin so durchgelesen, dachte, der muss einfach rein. Der muss einfach rein. Eine Knastanie. Ja, merkt ihr. Eine Knastanie. Was ist kleinbraun und sitzt im Knast? Eine Kastanie! Nicht eine Kastanie, eine Knastanie. Weißt du, Gomme? Ja. Meine Mutter ist so fett, die ist sogar Minecraft-rund, ey. Und die wollte ich doch später bringen, egal was ich. Jetzt habe ich dir den schon geklappt. Reisebüros werben. Kommen Sie nach Polen, Ihr Auto ist schon da! Den habe ich auch schon gelesen. Och, Alter. Du liest dir hier schon die ganzen Witze durch. Was macht ein Pole auf dem Eis? Einbrechen! Junge! Der ist gut! Was macht ein Pole auf dem Eis? Einbrechen! Der ist gut! Gut! Deine Mutter hockt im Mülleimer und singt It's my life! Okay, und mehr habe ich leider nicht an Witzen. Ach, schade aber auch. Das war jetzt, aber das kann ja wohl nicht angehen. Komm mal, also. Mann, ey, aber da waren schon ganz gute Knüppelwitze dabei, finde ich. Warte, ich muss einen raushauen. Durchspacken, okay. Warte, was macht ein Leprakranker beim Militär? Er verteilt sich im Gelände. Ey, Gelände, Mann. Boah, yo, was geht mit euch ab, Leute, ey? Was habt ihr für Witze? Leute, der steht bei mir in den Kommentaren, Junge. Oh, Mann. Bei dir? Ja, oh. Was ist grau? Was geht mit deinen Spacken ab, was ey? Was ist grau und kann nicht fliegen? Weiß ich nicht. Ein Parkplatz. Was ist daran witzig? Ein Parkplatz, ja. Daran ist doch einfach gar nichts witzig. Darüber kannst doch nur du lachen. Spacken. Willkommen bei Spackentime. Ja, willkommen beim Spackenhaus, ey. Machen später sowas auf, nennt sich Spackenhaus. Ja. Statt WG nennt man das dann Spackenhaus. Das wäre so schlimm, ey. Da würden so schlimme Dinge passieren. Ja. Malte mir einen Penis auf die Wange. Mit Eddie. Das, nee, danach, ja, das wird dann auch natürlich hochgeladen. Ne? Also dann. Facecam! 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 Alle wissen, wie Gomme jetzt aussieht, ey. Tja, was machen wir denn jetzt? Weiß ich nicht. Irgendwie, wir müssen noch unterhaltend werden. Ja, echt mal. Wir sind hier bei Spackentime. Nee, also, Leute, ihr könnt uns natürlich auch gerne eure Witze in die Kommentare posten. Das ist ja alles kein Ding für einen King. Nein, das ist alles kein Problem. Daher haben wir ja die ganzen Witze. Ich werde auf jeden Fall von jedem Witz einen Screenshot einbinden. Ich habe mir hier jedem einen gemacht. Das waren genau 13 Stück. Nee, 14. Das werde ich dann nächstes Mal, denke ich, auch mal machen, wenn ich dann wieder dran bin. Oder wir machen nächstes Mal irgendwas anderes. Oder genau, das könnt ihr mir uns auch mal in die Kommentare schreiben.
Habt ihr irgendwie eine neue Challenge-Idee, was man machen könnte? Eventuell sowas wie in Richtung PvP oder mal was Lustiges, anderes. Oder wie irgendwas, was vielleicht eine Strafe ist, aber so gegeneinander machen. Keine Ahnung. Habt ihr da irgendwelche Ideen? Auch damit ab in die Kommentare. Oder Gott, wir werden ja nicht einfach hier Thüringer Klöße singen. Also ja, nee, lass mal. Wir werden ja nicht durchgängig hier. Wir sind durchgehend online. Nein, wir werden ja nicht immer hier Witze vorlesen, denke ich. Das heißt, nee, nicht nur Witze in Kommentare schreiben, uns würde schon beide, glaube ich, da die Antwort auf die Videofrage sehr weiterhelfen. Tja, und Spackentime ist kein Format für die mega langen Folgen. Spackentime ist einfach was für zwischendurch, würde ich mal meinen. Und ich habe gerade verstanden, das hier noch dass Spackentime kein Vollbart ist. Ich hab gerade gedacht, so, was labert der jetzt schon was wieder? Was labert der? Nee. Was labert der eigentlich immer hier, ey? Was labert der? Was labert der? Nee, Leute, dann würde ich. Elektro-Titte. Dann würde ich doch Elektro-Titte, Hashtag Elektro-Titte. Das hey. Ist jetzt ja raus, ne? Hm? Ja, es ist mittlerweile raus, ja. Ja, es ist gefällt mir. Na gut, Leute, dann würde ich an der Stelle hier meinen, das wär's für Spackentime schon an der Stelle hier gewesen. Wie gesagt, das ist was für zwischendurch für die geile Unterhaltung. Nee, also war wieder mal lustig heute, fand ich. Also, ja, ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Gut. Wenn ihr auch so lachen musstet wie wir hier, dann gebt gerne einen Daumen hoch. Würden uns beide sehr freuen. Und dann haut da rein und tschö mit Ö. Ciao mit V. Und tschö mit Ö. Grün V, tschüss auch. Und ciao mit V und tschö mit Ö. Haut rein, tschüss, bye und bam.